Zum Thema Vektoren im Raum. Alle unsere Erkenntnisse über Vektoren in der Ebene können sofort in den dreidimensionalen Raum übertragen werden. Legen wir los. Zuerst einmal eine Translation T von A bis A' des Raumes E, E wie Espace, ist eine Transformation TAA' vom Raum E in den Raum E, also wir bleiben im dreidimensionalen Raum, sodass ein Punkt P als Bild den Punkt P' hat, so dass A, A', B', P ein Parallelogramm ist. Das Bild von diesem Punkt P durch diese Translation AA' ist also dieser Punkt P', so dass A, A', P', P ein Parallelogramm ist. Vorsicht, es ist nicht dieser Punkt P', denn dieses Parallelogramm würde beschrieben durch A, A', P, P'. Um ein Parallelogramm zu beschreiben oder zu bezeichnen, dreht man immer drumherum. Das heißt, hier in unserem richtigen Parallelogramm, wir beschreiben es mit A, A', P', P und nicht A, A', P, P'. Denn von A' zu P müssen wir das Parallelogramm durchqueren. Das Parallelogramm A, A', P, P', das ist dieses hier. A, A', P, P'. Also, um ein Parallelogramm zu beschreiben, muss man immer drumherum drehen. Gut, wir nehmen noch einen Punkt Q und konstruieren das Bild von diesem Punkt Q durch die Translation AA'. Das ist dieser Punkt Q', und zwar so, dass A, Q, Q', A' ein Parallelogramm bildet. Ein Vektor im dreidimensionalen Raum, das ist die Menge der durch eine Translation bestimmte Punktepaare. Hier wird eine Translation AA' angegeben. Der Vektor AA', das ist die Menge von all diesen Punktepaaren BB', CC', DD', EE', die durch eine Translation bestimmt werden. Es ist genau dieselbe Zeichnung wie damals in der Ebene, aber hier arbeiten wir im dreidimensionalen Raum. Ein Vektor U ist also die Menge, deshalb die geschweiften Klammern, von solchen Punktepaaren AA', BB', CC' und so weiter, die durch eine Translation, hier AA', angegeben wird. Man kann auch einen Vektor beschreiben als die Menge solcher Punktepaare PP', sodass P' das Bild von P durch eine selbe Translation T ist. Man sagt hier, all diese Pfeile zusammen bilden einen Vektor. Dieser Vektor AA', das ist ein Darsteller des Vektoren, also dieser einzige Pfeil stellt den ganzen Vektor dar. Man sagt aber nicht, AA' sei der Darsteller des Vektors, man sagt einfach AA', das ist dieser Vektor. Und die Menge aller Vektoren im dreidimensionalen Raum, die bezeichnen wir mit einem großen runden V. Das runde V bezeichnet also die Menge aller Vektoren des dreidimensionalen Raumes E. Sie wurden gerade definiert, die Vektoren im Raum. Jetzt werden wir sie verknüpfen. Beginnen wir mit der Addition. Wir zeichnen zwei Vektoren U und V mit demselben Ursprung A. Und um diese beiden Vektoren U und V zu addieren, vervollständigt man das Parallelogramm und verbindet den gemeinsamen Ursprung mit der gegenüberliegenden Spitze des Parallelogramms. Das ist die vektorielle Summe von U und V. Also dieser Vektor U plus dieser Vektor V, das ergibt diesen Vektor U plus V. Vorsicht, das ist nicht zu verwechseln mit der Zahlenaddition.
die Länge dieses Vektors u plus v, das ist nicht die Länge des Vektors u plus die Länge des Vektors v. Die Länge von u plus die Länge von v ist offensichtlich streng größer als die Länge von u plus v. Man kann das auch algebraisch aufschreiben, der Vektor u plus Vektor v, das ist hier der Vektor a, b, der Vektor u hat als Anfangspunkt a und als Endpunkt b, deshalb darf man diesen Vektor auch so bezeichnen, mit a, b, plus Vektor a, c. Das macht dann Vektor a, d. Vektor a, b plus Vektor a, c ergibt Vektor a, d. Das können wir schön in dieser Zeichnung ablesen. Man kann die Vektorenaddition auch anders definieren, und zwar indem man die beiden Vektoren u und v aufeinanderfolgend zeichnet. Aufeinanderfolgen bedeutet, der Endpunkt vom ersten Vektor u, also der Punkt b, ist auch der Anfangspunkt vom zweiten Vektor v. Wenn das der Fall ist, dann sagt man, beide Vektoren seien aufeinanderfolgend. Und um ihre Summe zu bestimmen, genügt es, den Anfangspunkt des ersten mit dem Endpunkt des zweiten zu verbinden. So, das ist auch die vektorielle Summe von u und v. Diese vektorielle Summe stimmt selbstverständlich mit der vorigen überein, denn dieser Vektor u ist genau derselbe wie der da oben, und dieser Vektor v ist genau derselbe wie der da oben. Wenn wir also die Summe so berechnen, finden wir ad. Und wenn wir die Summe so berechnen, finden wir hier ac. In beiden Fällen finden wir denselben Vektor, denn dieser Vektor ac stimmt genau mit dem Vektor ad darüber überein. Aber diese Definition, diese Art, zwei Vektoren zu addieren, hat zwei Vorteile. Ein erster Vorteil ist, wir können zwei aufeinanderfolgende Vektoren addieren, ohne in der Zeichnung zu schauen, denn in dieser Schreibweise sehen wir ganz deutlich, dass der Endpunkt von AB mit dem Anfangspunkt von BC übereinstimmt. Endpunkt des ersten Vektors stimmt mit dem Anfangspunkt des zweiten überein und so können wir hier sofort die Summe ablesen, AC. Die Summe dieser beiden Vektoren ist der Vektor AC. Dazu brauchen wir also keine Zeichnung. Ein zweiter Vorteil dieser Addition, das ist, wenn die zwei Vektoren AB und BC gar kein Parallelogramm bilden, das ist, wenn die beiden parallel sind, dann müssen wir schon diese Definition der aufeinanderfolgenden Vektoren wählen, denn AB plus BC ergibt durch diese Definition den Vektor AC. Kommen wir nun zur Multiplikation eines Vektors mit einer reellen Zahl und wir unterscheiden hier unter vier Fällen. Wenn die Zahl R, die den Vektor u multipliziert, streng positiv ist, dann ist die Situation so. Hier ist der angegebene Vektor u. Wir multiplizieren diesen Vektor mit r, streng positive Zahl. Dann erhalten wir diesen Vektor r mal u, der parallel zu u ist, der denselben Richtungssinn hat, hier zeigen beide nach oben rechts, und dessen Länge r mal die Länge von u ist. Wenn die Zahl r, die einen Vektor u multipliziert, gleich 0 ist, dann finden wir automatisch den Nullvektor. 0 mal, egal welchen Vektor u, das ergibt immer den Nullvektor. Der Nullvektor ist der Vektor, dessen Anfangspunkt mit dem Endpunkt übereinstimmt. Und deshalb bezeichnet man ihn mit einer Schleife. So wird der Nullvektor dargestellt. Wenn die Zahl r, die einen Vektor u multipliziert, streng negativ ist, dann sieht die Situation so aus. R mal u ist parallel zu u, aber der Richtungssinn ist der entgegengesetzte, denn u zeigt hier nach oben rechts, dann muss r mal u nach unten links zeigen, weil r streng negativ ist. Und die Länge dieses Vektors, das ist der Betrag von r mal die Länge von u.
Ein spezieller Fall, wenn R streng negativ ist, das ist, wenn R genau minus 1 ist. Wir definieren der Vektor minus u, das ist minus 1 mal Vektor u. Wenn der Vektor u der Vektor AB ist, dann ist der Vektor minus u ganz genau entgegengesetzt. Das heißt, dann dürfen wir auch sagen, der Vektor minus u, das ist dann der Vektor BA. Halten wir das hier fest, der entgegengesetzte Vektor von AB, das ist der Vektor BA. Was also bedeutet, wenn wir Anfangspunkt und Endpunkt vertauschen, dann ist der Vektor entgegengesetzt zu nehmen. Minus AB ist also der Vektor BA. Kommen wir jetzt zur Subtraktion von zwei Vektoren. Das ist genau wie damals in der Ebene. Man gibt uns zwei Vektoren U und V mit demselben Ursprung. Wir definieren die Differenz von U und V, also Vektor U minus Vektor V, als Vektor U plus Vektor minus V. Der Vektor V wird angegeben, den Vektor minus V, den haben wir gerade da oben definiert, also ist diese Definition definiert und somit auch diese Subtraktion. Um also vom Vektor U den Vektor V abzuziehen, konstruieren wir zuerst einmal den Vektor minus V, das heißt der entgegengesetzte von dem, da ist er. Und diese zwei Vektoren U und minus V haben den gemeinsamen Ursprung. Um also die Summe dieser zwei Vektoren mit demselben Ursprung zu addieren, konstruieren wir das Parallelogramm und verbinden den gemeinsamen Ursprung mit der gegenüberliegenden Spitze des Parallelogramms. Das ist also der Vektor U minus V. Jetzt gehen wir nochmal von der Anfangssituation aus. Wir hatten die zwei Vektoren U und V. Dieser Vektor U ist genau derselbe wie der da. Und dieser Vektor V ist genau derselbe wie der da. Um diese beiden Vektoren zu subtrahieren in der Reihenfolge U minus V, genügt es, die zwei Endpunkte zu verbinden und dann den Vektor nach U hin zeigen zu lassen. Der Pfeil des Vektors U minus V, der zeigt zu U hin, zum ersten Vektor dieser Differenz. Dieser Vektor U minus V entspricht genau diesem Vektor U minus V. Also, um die Differenz von zwei Vektoren zu konstruieren, sorgen wir zuerst dafür, dass sie denselben Ursprung haben und dann verbinden wir einfach die Endpunkte und lassen den Vektorpfeil zum ersten der Differenz zeigen. Diese Konstruktion geht etwas schneller als diese hier. Kommen wir jetzt zu den Eigenschaften dieser Vektorenverknüpfungen. Erste Eigenschaft: Für egal welche Vektoren im dreidimensionalen Raum kann man sie addieren und das Ergebnis ist immer noch ein Vektor. Die Spezialisten sagen, die Vektorenaddition sei eine innere und überall bestimmte Operation. Das Innere bedeutet, wir bleiben in der Menge der Vektoren, und das überall bestimmt bedeutet, wir können zwei beliebige Vektoren addieren. Zweite Eigenschaft ist die Assoziativität der Addition. Für drei beliebige Vektoren des dreidimensionalen Raumes gilt, ob wir zuerst U plus V rechnen und dann W addieren oder ob wir U zu V plus W addieren. Das ergibt genau dasselbe, was bedeutet, diese Klammern darf man einfach verschieben und wer sie einfach verschieben darf, der darf sie auch ganz fallen lassen. Eine kleine Zeichnung wird helfen, diese Eigenschaft zu verstehen und sogar zu beweisen. Wir haben hier drei beliebige Vektoren im 3D-Raum. Sie haben denselben Ursprungspunkt. Konstruieren wir zuerst U plus V. U und V haben denselben Ursprung, also wird die Summe konstruiert durch das Parallelogramm und fertig. Wir haben hier den Vektor U plus V. Und zu diesem Vektor wird jetzt der Vektor W noch addiert. Die beiden Vektoren U plus V und W haben denselben Ursprung. Also konstruieren wir das Parallelogramm
und erhalten so den Vektor u plus v plus w. Wir halten diesen Vektor hier mal fest, das ist genau dieser Vektor da. Jetzt machen wir die zwei vorigen Konstruktionen weg und konstruieren jetzt dieses hier. Zuerst v plus w. V und w haben denselben Ursprung, also konstruieren wir das Parallelogramm und somit v plus w. Jetzt muss dieser Vektor v plus w noch zu u addiert werden. U ist hier, v plus w ist dieser da. Die beiden Vektoren haben denselben Ursprung, also können wir sie addieren durch dieses Parallelogramm und fertig. Und dieser Vektor u plus v plus w, dieser da, das ist genau derselbe Vektor wie der, so, wie der, den wir eben so gefunden hatten, und somit ist diese Eigenschaft bewiesen. Eigenschaft 3, es gibt einen ganz besonderen Vektor unter den Vektoren des dreidimensionalen Raumes, und zwar der Nullvektor. Der ist so, dass für egal welchen Vektor u im 3D-Raum gilt, u plus Nullvektor, das ist dasselbe wie der Nullvektor plus u, denn beide Summen ergeben den Vektor u. Ob man also den Nullvektor rechts zu einem Vektor u addiert oder links zu einem Vektor u addiert, das ergibt dasselbe, das ergibt immer dieser Vektor u. Deshalb sagt man, der Nullvektor sei das neutrale Element für die Vektorenaddition. Beweisen wir diese Eigenschaft. Wir haben hier den Vektor u gleich zum Vektor ab. Wir werden zu diesem Vektor u, also zum Vektor ab, jetzt den Nullvektor addieren. Dieser Nullvektor kann beschrieben werden als Vektor bb. Diese zwei Vektoren sind aufeinanderfolgend, also ist ihre Summe hier abzulesen. Die Summe ergibt ab und das ist der Vektor u. Also, wenn man den Nullvektor rechts zu einem Vektor u addiert, findet man den Vektor u. Jetzt machen wir genau dasselbe links. So, wir haben den Vektor u und werden jetzt den Nullvektor links addieren. Den Nullvektor links beschreiben wir mit aa. Dieser Nullvektor, das ist der Vektor aa. aa plus ab, die beiden Vektoren sind aufeinander folgen, ihre Summe ist hier abzulesen, das ergibt ab, also Vektor u. Diese Eigenschaft ist somit ebenfalls bewiesen. Eigenschaft 4. Für jeden beliebigen Vektor im dreidimensionalen Raum gibt es den entgegengesetzten Vektor ebenfalls im dreidimensionalen Raum, sodass u plus der Gegenvektor das neutrale Element der Addition ergibt. Ob man minus u jetzt rechts von u oder links von u addiert, das spielt keine Rolle. Die Summe ergibt das neutrale Element der Vektorenaddition. Auch das werden wir beweisen. Wir haben hier einen Vektor u, Vektor ab. Der entgegengesetzte Vektor minus u, das ist der Vektor ba. Also, wenn wir zu u minus u addieren, dann addieren wir zu ab den Vektor ba. Die sind aber aufeinanderfolgend. Die Summe ist hier abzulesen, das ist der Vektor aa, also der Nullvektor. Wenn man den Gegenvektor rechts zu einem Vektor addiert, findet man den Nullvektor. Und links, ja genau dasselbe, minus u plus u, der Vektor u, das ist ab, dann ist minus u der Vektor ba. Die zwei Vektoren sind aufeinanderfolgend, die Summe ist da abzulesen und somit finden wir den Vektor bb, das heißt den Nullvektor. Diese Art, zwei Vektoren zu addieren, ist also wirklich sehr, sehr praktisch. Das kommt weg, jetzt kommt Eigenschaft 5, die Kommutativität. Zwei beliebige Vektoren des Raumes können entweder so addiert werden, u plus v, oder so, v plus u. Das ergibt ganz genau dasselbe. Warum? Wegen der Definition mit dem Parallelogramm. Wir haben hier zwei Vektoren u und v. Um u plus v zu konstruieren, vervollständigt man das Parallelogramm und verbindet den gemeinsamen Ursprung mit der gegenüberliegenden Spitze. Jetzt schauen wir die andere Definition. So,
V plus U. V und U haben denselben Ursprung. Um sie also so zu addieren, konstruieren wir das Parallelogramm, verbinden den gemeinsamen Ursprung und finden somit V plus U. Das ist genau dasselbe wie der Vektor von eben U plus V. Die Kommutativität ist also somit bewiesen. Jetzt folgt eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Jeder Vektor AB im dreidimensionalen Raum kann immer zerlegt werden in die Differenz von zwei anderen Vektoren, die aber denselben Ursprung haben. Ich nenne ihn hier mal O, O wie Origin, Ursprung. Diese Formel ist grundlegend für die analytische Geometrie im Raum. Man nennt sie die Formel von Charles zu Ehren des französischen Mathematikers Michel Charles. Man liest Charles und nicht Chasles. Charles hieß der Mann. Wir werden diese Eigenschaft beweisen. Das geht rasch. Wir haben hier den Vektor OB und den Vektor OA. Und die Differenz von OB und OA, also OB minus OA, die können wir so konstruieren, da sie denselben Ursprung haben, verbinden wir einfach die zwei Endpunkte und lassen den Pfeil zur ersten der Differenz zeigen. Das funktioniert für egal welchen Punkt O im dreidimensionalen Raum. Der Vektor OB minus der Vektor OA, das ergibt immer den Vektor AB. Diese Zeichnung gilt als Beweis für diese wichtige Formel von Charles. Wir können auch einen rechnerischen Beweis hinschreiben, denn der Vektor OB minus OA, das ist genau dasselbe wie der Vektor OB plus Vektor AO. So, denn wenn man Anfangspunkt und Endpunkt vertauscht, dann ist der Vektor entgegengesetzt zu nehmen. Da die Vektorenaddition kommutativ ist, Eigenschaft 5, dürfen wir diese beiden vertauschen, ist gemacht, und AO plus OB, diese beiden Vektoren sind aufeinanderfolgend und ihre Summe ist da abzulesen. Und somit finden wir den Vektor AB. Die Zeichnung ist schon ein Beweis für diese Formel von Charles, hier steht aber noch ein Beweis für diese Formel von Charles, für den wir keine Zeichnung brauchen. Beides ist korrekt. Eine nächste Eigenschaft, Eigenschaft 7, für egal welche reelle Zahl R und für egal welche zwei Vektoren U und V im dreidimensionalen Raum gilt diese Distributivität. R mal Vektor U plus V, das ist dasselbe wie R mal Vektor U plus R mal Vektor V. Dieses R wird also hier verteilt auf den Vektor U und auf den Vektor V. Beweisen wir auch diese Eigenschaft. Dazu gibt man uns zwei Vektoren U und V im dreidimensionalen Raum mit demselben Ursprung. Zuerst einmal addieren wir die beiden, das durch das Parallelogramm und fertig. Jetzt wählen wir eine Zahl R und konstruieren R mal U und R mal V, so wie eben definiert. So. Die Zahl R kann ich hier noch schön per Schieberegler einstellen. Lassen wir sie mal einfach auf 3 stehen. Jetzt konstruieren wir den Vektor RU plus RV. In unserem Falle eben 3 mal U plus 3 mal V. Das ist die Summe dieser zwei blauen Vektoren, also dieser Vektor da. Und dieser Vektor 3 mal U plus 3 mal V, den vergleichen wir jetzt mit dem Vektor U plus V. Denn dieser Vektor U plus V, der passt dreimal auf den Vektor RU plus RV. Einmal, ein zweites Mal und ein drittes Mal. Also der Vektor 3U plus 3V, das ist ganz genau dasselbe wie der Vektor 3 mal U plus V. Dieses Beispiel können wir selbstverständlich sofort verallgemeinern und die Distributivität ist somit bewiesen. Eigenschaft 8. Hier haben wir auch eine Distributivität, R plus S mal U, das ist R mal U plus S mal U. Das Ganze können wir sehr schön wieder erkennen in einem einfachen Beispiel.
Da ist ein Vektor U angegeben. Wir konstruieren 3 mal U und 2 mal U und addieren jetzt diesen Vektor 3U mit diesem Vektor 2U. Und was finden wir da? Diesen Vektor 5U, denn der Vektor 3U so plus Vektor 2U, das ergibt selbstverständlich diesen Magenta-Vektor 5 mal U. Dieses Beispiel kann ebenfalls sofort verallgemeinert werden und somit haben wir auch diese Eigenschaft bewiesen. Kommen wir jetzt zur Eigenschaft 9, diese da. Für egal welche reelle Zahlen r und s und für egal welchen beliebigen Vektor im dreidimensionalen Raum gilt, r mal s mal u gleich r mal s mal u. Ein Beispiel wird wieder helfen, sich davon zu überzeugen. Wir haben hier den Vektor u, das ist der Vektor 3 mal u und dieser Vektor 3 mal u, der passt 2 mal auf 6 mal u. Das ist der Vektor 3u, so, der passt hier einmal und dann noch einmal auf 6u. Was also bedeutet, dass 2 mal 3u 6u ergibt und das ist dasselbe wie 2 mal 3 mal u. Kommen wir noch zu einer Bemerkung. Diese Idee, zwei aufeinanderfolgende Objekte so zu addieren, stammt eigentlich von Herrn Hermann Günther Grassmann, ein deutscher Wissenschaftler. Er hatte aber niemals einen richtigen Durchbruch in der Mathematik erlebt, war darüber enttäuscht und ist dann zur Germanistik umgestiegen. Aber trotzdem, ihm zu Ehren behalten wir, dass diese Idee von ihm stammt. Und die Summe dieser zwei Objekte kann ganz einfach so konstruiert werden und so beschrieben werden, ohne Zeichnung. Übrigens, Vektoren aufeinanderfolgend zu konstruieren, um dann ihre Summe zu berechnen, das erweist sich auch in der Physik sehr sinnvoll, wenn man zum Beispiel mehrere Kräfte addieren soll. Dann reicht es, den Anfangspunkt mit dem Endpunkt zu verbinden, wenn all diese Vektoren aufeinanderfolgend sind. Denn die Summe von A, B und B, C, das macht AC. Die Summe von AC und CD, das macht dann AD. Die Summe von AD und DE, das macht AD und so weiter. Hier draus können wir also sofort schließen, um mehrere Vektoren zu addieren, reicht es, sie aufeinanderfolgend zu zeichnen und dann den Anfangspunkt des ersten mit dem Endpunkt des letzten zu verbinden. Kommen wir jetzt noch zu einigen Begriffen der Vektorenrechnungen im dreidimensionalen Raum. Vektoren nennt man kollinear, wenn sie alle Vielfache von einem unter ihnen sind. Diese Definition hatten wir auch schon bei den Vektoren in der Ebene. Wir geben uns hier n reelle Zahlen an und n Vektoren an. Der Vektor v, der so konstruiert wird, r1 mal v1 plus r2 mal v2 plus immer so weiter bis plus rn mal vn, nennt man eine lineare Kombination der Vektoren von v1 bis vn. Man nennt das auch kurz eine Linearkombination. Wie hier zum Beispiel haben wir die zwei roten Vektoren V1 und V2. Dieser blaue Vektor liegt in derselben Ebene wie V1 und V2. Und dieser blaue Vektor kann geschrieben werden als ein Vielfaches von V1 plus ein Vielfaches von V2. Dieser blaue Vektor V kann also geschrieben werden als eine reelle Zahl mal Vektor V1 plus eine reelle Zahl mal Vektor V2. Die Mathematiker schreiben das gerne so abgekürzt. Die Summe solcher Vektoren Ri, Vi, wo das Index i von 1 bis 2 geht. Hier macht das nicht viel Sinn, diese Summe so zu schreiben, aber wenn man in einem n-dimensionalen Raum arbeitet, dann macht das schon Sinn, dann ist das so geschrieben viel kürzer. Schauen wir in dem Beispiel mit dem Quader. Wir haben Vektor V1, Vektor V2 und Vektor V3 längs der hinteren Kanten. Dieser blaue Vektor, das ist der Vektor R1 mal V1
plus R2 mal V2 plus R3 mal V3. Dieser blaue Vektor ist also eine Linearkombination dieser drei Vektoren V1, V2 und V3. Auch diese Linearkombination schreiben die Mathematiker sehr gerne so. Eine weitere Definition. Vektoren nennt man linear abhängig oder linear abhängig voneinander, wenn einer von ihnen eine Linearkombination der anderen ist. Falls das nicht der Fall ist, sagt man, die Vektoren seien linear unabhängig. Diese zwei roten Vektoren U1 und U2 sind linear unabhängig, weil es nicht möglich ist, U2 als Vielfaches von U1 zu schreiben. Man kann auch U1 nicht als Vielfaches von U2 schreiben. Diese drei Vektoren, V1, V2 und V3, sind ebenfalls linear unabhängig, denn es ist nicht möglich, V3 zu beschreiben als Linearkombination von V1 und V2. Wenn man ein Vielfaches von V1 nimmt plus ein Vielfaches von V2, dann wird diese Summe immer in dieser Basisebene liegen und niemals längs dieser Senkrechten sein. V2 kann auch nicht als Linearkombination von V1 und V3 geschrieben werden. Und V1 kann auch nicht als Linearkombination von V2 und von V3 geschrieben werden. Also sind die drei Vektoren linear unabhängig. Um zu überprüfen, ob n Vektoren linear abhängig oder linear unabhängig sind, geht der Mathematiker wie folgt vor. Nehmen wir einmal an, wir haben eine Linearkombination dieser n-Vektoren, die gleich zum Nullvektor ist. Wenn es eine Zahl rj gibt, die verschieden ist von 0, dann können wir in dieser Linearkombination alle Vektoren rechts rübersetzen. Sie werden dann da alle mit dem Minuszeichen versehen sein, außer den Vektor rj mal vj, den lassen wir links stehen. Da die Zahl rj nicht 0 ist, dürfen wir dann noch durch die Zahl rj teilen und somit erhalten wir, dass dieser Vektor vj eine Linearkombination der anderen Vektoren v1 bis vn außer vj ist. Und somit sind die Vektoren also linear abhängig voneinander. Falls eine Linearkombination, die den Nullvektor ergibt, als Folge haben muss, dass alle Vorzahlen R1 bis Rn gleich 0 sind, dann können wir daraus sofort schließen, dass all die Vektoren V1 bis Vn linear unabhängig voneinander sind. Noch eine Definition. Vektoren nennt man komplanar, wenn man sie alle als Linearkombination von zwei unter ihnen ausdrücken kann. Nehmen wir einmal an, hier in dem dargestellten Würfel haben wir den Vektor U und diesen Vektor V. All diese Vektoren, die in der linken seitlichen Ebene liegen, kann man als Linearkombination von U und V schreiben. Auch all diese Vektoren, die sich hier in der rechten Ebene befinden, auch die kann man alle als Linearkombination dieser zwei Vektoren U und V schreiben. Dann sagt man, all diese Vektoren zusammen seien komplanar, denn würde man sie alle mit demselben Ursprung zeichnen, dann lägen sie alle in derselben Ebene. Kommen wir jetzt noch zu einem präzisen Beispiel, in dem man die Wirkung der Vektoren erkennt. Im Tetraeder A, B, C, D ist M die Mitte von BC und N ist die Mitte von AD. Frage: Die drei Vektoren BA, MN und CD, sind die linear abhängig oder linear unabhängig? Um diese Frage zu beantworten, gehen wir wie folgt vor. Dieser Vektor MN, der geht hier quer durch das Tetraeder. Und diesen Quervektor werden wir zuerst einmal zerlegen in Summe von Vektoren, die längs der Kanten liegen.
Das heißt, dieser Vektor mn kann zum Beispiel geschrieben werden als Vektor mb plus Vektor ba plus Vektor an. So, der Vektor mn, das ist der Vektor mb plus ba plus an. Dieser Vektor mn kann aber auch zerlegt werden, indem wir nicht über den Punkt b, sondern über den Punkt c gehen. Tun wir das? Der Vektor mn ist gleich zu Vektor mc plus Vektor cd plus Vektor dn. So. Der Vektor mn kann also so zerlegt werden, längs der Kanten vom Tetraeder, oder auch so. Der Vektor mn ist also gleich zu dieser Summe. Der Vektor mn ist aber auch gleich zu dieser Summe. Wenn wir also mn und mn addieren, dann muss diese Summe gleich zu dieser Summe plus dieser Summe sein. Aber mb plus mc, gehen wir schauen in der Zeichnung, mb plus mc, diese Summe ergibt den Nullvektor, weil m ja genau die Mitte von der Strecke bc ist. Dahinter Vektor an plus Vektor dn, gehen wir wieder in der Zeichnung schauen, Vektor an plus Vektor dn, auch diese Summe macht Nullvektor, weil n ja die Mitte von der Strecke ad ist. Also wenn wir diese zwei Gleichheiten hier addieren, dann bleibt nur noch übrig mn plus mn, das heißt 2 mal mn, gleich ba plus cd. Und wenn wir dann noch die zwei rechts rübersetzen, dann finden wir effektiv, dass dieser Vektor mn eine Linearkombination von ba und cd ist. Was also bedeutet, dass diese drei Vektoren linear abhängig sind. Sie sind linear abhängig, die Frage ist somit beantwortet. Um das zu beweisen, hätte man auch anders vorgehen können, und zwar könnte man über die Mitte dieser Strecke AC gehen. Die Mitte der Strecke AC nennen wir mal P, und dieser Quervektor MN kann dann zerlegt werden als Summe der zwei Vektoren MP und PN. Diese beiden Vektoren mp und pn sind aufeinanderfolgend und ihre Summe ist da abzulesen, das ergibt effektiv den Vektor mn. Aber dieser Vektor mp, das muss die Hälfte sein vom Vektor ba. Das erkennen wir in diesem Dreieck abc. Und dieser Vektor pn, der muss genau halb so groß sein wie cd. Das erkennen wir in dem Dreieck ACD. Also der Vektor MP, das ist die Hälfte von BA, und der Vektor PN, das ist die Hälfte von CD. Und somit haben wir auch bewiesen, dass die Vektoren MN, BA und CD linear abhängig sind, weil man einen dieser Vektoren als Linearkombination der zwei anderen schreiben kann. Somit haben wir also auch bewiesen, dass diese drei Vektoren mn, ba und cd komplanar sein müssen. Überprüfen wir das in der Zeichnung, weil so ist das nur schwer zu erkennen. Zeichnen wir den Vektor ba mal hier mit Ursprung c, so. Diese beiden Vektoren ba und cd spannen dann diese Ebene auf, die hier als Parallelogramm dargestellt ist. Wenn man dann den Vektor mn auch noch mit dem Ursprung c zeichnet, dann liegt dieser Vektor in der Ebene, die bestimmt wurde durch Vektor ab und Vektor cd. Wir haben sogar noch mehr bewiesen. Wir haben bewiesen, dass dieser Vektor genau die Hälfte von ab plus cd sein muss. Also hat dieser Vektor als Endpunkt den Schnittpunkt der Diagonalen des Parallelogramms, das hier dargestellt ist. Das haben wir bewiesen.